Hello, zurück zu einem neuen Vlog. Heute haben wir Tag 2 von unserem Urlaub. Mein erster Vlog kommt gleich online. Wir haben jetzt 12.42 Uhr. Ich bin heute auch ungeschminkt, also jetzt gerade noch. Ich habe nur mein Bikini-Oberteil an. Und ja, jetzt gehen wir gleich zum Strand, das ist der Plan. Wir waren vorhin schon frühstücken, ich habe mich dann auch nochmal hingelegt, weil ich so K.O. war. Ich habe gestern bis 2 das Video geschnitten. Wieder vergessen. Alle anderen haben schon geschlafen. Da drüben geht die Party. Winkt mal für meinen Vlog. Maria Essler. An dieser Stelle grüße ich meinen Vater. Hallo Papa, schau mal. Nicht eingestöpselt. Schade. Vielleicht funktioniert es hier mit Akku. Da unten ist eine Steckdose, ein Kabel. Okay, wir kommen wieder raus, wir sind am Arsch. Scheiße. So Leute, wir sind am Meer. Schaut euch das an. Vielleicht gibt es unser Wasservideo. Oh mein Gott, ich habe Sicilisches im Urlaub getroffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleibt uns jetzt auch am Bloggen. Leute, wir sind jetzt am Strand. Wir haben uns. Was habe ich? Seit halb eins oder? Ja. Es ist jetzt halb vier, oder? Ja. Julian und ich waren jetzt schon bei Meckes. Charlie wollte nicht mit. Der. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt realisiert er erstmal, wie scheiße das ist, dass wir nicht auf Meckes und Burger King verzichtet haben die letzten paar Wochen. Ich hoffe übrigens, dass meine Kamera nicht so sehr verschmiert ist. Block in Block sind wir cool. Falls jetzt doch verschmiert ist. Entschuldigt sie. Es liegt an Sonnencreme, Ketten und Händen und so, ne? Schaut mal, wie schön das hier aussieht. First 24 was on us. A beautiful deception. When I took you home, we surely knew this was the exception. I'm pulling, you're pushing, but we won't let go. I hate you, I love you, I lost my control. Hello. Der Julian und ich, wir gehen jetzt in einen Supermarkt und kaufen schon mal was zu trinken. Heute Abend, wir wollen heute Abend ein bisschen Party machen gehen und dann wollen wir halt vortrinken. Deswegen gehen wir jetzt was zu trinken holen. Ich habe gerade noch Geld gewechselt, weil, ach, ist besser mit kleinem Geld. Leute, sogar auf Malle verfolgt mich dieses Lied. Leute, ich habe euch noch gar nicht gesagt, wo es hingeht. Es geht. Nee, ich sag das noch nicht. Ich sag es noch nicht, nee. Das kommt mit in diesen Vlog. Ich sag's euch noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein cooler Termin. Leute, wir sind angekommen. Wir sind beim Tätowierer. Wir lassen uns tätowieren. Charlie und ich. Ich habe aber hier schon eins, wie ihr wisst. Und heute gibt es das zweite. Ich will schon lange noch ein Tattoo haben. Eigentlich wollte ich hier was mit euch, aber das lasse ich mir in Deutschland machen. Langsam haben wir es gecheckt, du ADHSler. Heute lasse ich mir was anderes machen am Knöchel. Ja. To close our eyes, we should have read between the lines. You and I, why didn't we just compromise? Easier to close our eyes, we should have read between the lines. War das kommen? Leute, wir warten gerade, dass der Julian jetzt noch dran kommt. Der war nämlich noch nicht. Und ich muss sagen, dass es echt wehgetan hat. Ich glaube, man hat mir das auch angesehen. Ich habe ja hier schon eine Tätowierung und die hat... Sowas tut eigentlich nicht weh. Doch, ich bin eigentlich kein schmerzempfindlicher Mensch. Das habe ich euch schon mal gesagt, das ist auch so. Aber das hat schon wehgetan. Hier, das hat nicht wehgetan. Und hier ist die Haut noch dünner als da unten, also verstehe ich das nicht. Da unten hat schon extrem wehgetan. Und es blutet auch. Daran sieht man, dass er ziemlich tief gestochen hat. Charlie, zeig mal deins. Seht ihr, wie das blutet? Das ist Blut, das ist keine Farbe. Bei mir auch.
haben jetzt das Studio gewechselt, weil Julian ja auch eine Studierung bekommt. Und das war dazu vorher, also es hätte noch zu lange gedauert, weil der Alex immer noch dran ist. Der bekommt nämlich zwei Motive. Deswegen müssen wir das wechseln. Ich habe voll einen dicken Pickel bekommen. Und nachher, also wenn wir fertig sind, gehen wir. Servus, ich bin jetzt dran am Flocken. Servus. Hi. Der alte Mann hat mir gerade zugehört, wie voll eklig. Ich hasse das, wenn man von alten Männern gemacht wird. Tja, ist halt so, gell? Wir sind ja auch in Spanien, in Palma de Mallorca. Eigentlich wollte ich nur was erzählen. Wir standen vor einem Geschäft, vor einem Supermarkt, weil der Alex sich ein Eis kaufen wollte. Dann stehen wir da und unterhalten uns. 10 Minuten später denken wir, wo ist eigentlich der Alex? Gehen wir ins Geschäft rein, sagt der Mann, hier war keiner. Keiner wollte ein Eis kaufen und jetzt ist er weg. Ja. Wir wissen nicht, ob er jetzt im Hotel ist. Oh, ich habe Nachrichten. Vielleicht wurde er entführt, wir wissen es nicht. Wir gehen der Sache jetzt auf den Grund und ihr werdet dabei sein. ADHS, einfach ADHS. Störungen. Ich, warte, das muss ich kurz loswerden. Ist das dein täglicher Vlog oder ist das was anderes? Also, Alex wollte in den Supermarkt rein, weil er sich ein Eis kaufen wollte. Dachten wir, okay, warten wir draußen. So, wir haben draußen gewartet. 5 Minuten vergehen. 10 Minuten vergehen, 15 Minuten vergehen. Wir denken uns so, das kann doch nicht so lange dauern, dass er sich ein Eis holt. Und wollten mal gucken, was es da drin so gibt, was ihn vielleicht so lange aufgehalten hat. Wo laufen wir jetzt lang? Geradeaus. Okay, wir gehen rein, sagen die, nein, hier ist so einer nicht reingelaufen. Und der Laden hat auch noch einen zweiten Ausgang am Ende. Und der ist bestimmt da lang gelaufen, hat bestimmt gedacht, okay, der hat sich bestimmt verirrt mit den Ausgängen. Ist beim zweiten Ausgang. Aber der müsste doch eigentlich an uns trotzdem vorbeigelaufen sein. Nein, es gab ja noch den zweiten Ausgang. Ja, aber dann laufe ich doch automatisch nach rechts und doch nicht links geradeaus weiter. Vielleicht ist er trotzdem links. Was machen wir, wenn er nicht im Hotel ist? Hat er überhaupt eine Karte oder? Ich ruf den mal an. Ja, hat schon. Dings, das war ja. Wir sind ja gekommen und dann sind wir links in den Laden rein. Das heißt, wenn er rauskommt, muss er wieder links weiterlaufen. Und dann hat er gedacht, hier am Eingang hat er uns nicht gesehen. Huch, die sind ja nicht mehr da, die sind wohl vorgelaufen. Der ist bestimmt so doof jetzt gewesen. Der hat gedacht, das wäre der richtige Ausgang, da wo er auch ein ist. Oder der wurde von irgendwelchen spanischen Mafiosis genommen, geschleppt, wohltätigt, in Stücke zerteilt und im... Ja, wo... Willst du uns verarschen? Wir standen jetzt die ganze Zeit bei diesem Kiosk da noch. Und haben einfach auf dich gewartet, dann ist der Charlie reingegangen und hat nach dir gefragt. Ich dachte, nö, der ist nicht mehr da, der ist gegangen. Wir sind nicht Richtung Hotel, wir haben vorne gewartet. Dort, wo er reingelaufen ist. Wo du reingelaufen bist. Hätten wir noch lange warten können. Ah ja, was lol. Hast du zu ihm? Ja, ich bin sprachlos, ich dachte schon, er wäre entführt worden. Schade, da hätten wir ein bisschen Action gehabt. Aber was soll's. Ja, ciao. Auf der Suche nach Alex. Ey, bis dann. Ist der Alex? So. Sieht mich sicher am Schminken. So, ich gehe uns jetzt erstmal was zu trinken einchecken. Nice. So Leute, ich bin fertig. Das so sehe ich aus. Also es ist jetzt ein bisschen gelb, aber meine Haare sind so gewellt. Ich habe eine weiße Bluse an und eine Glitzerhose, eine Glitzershorts und hohe Schuhe. Und hier könnt ihr mein Tattoo sehen. Wird ich auch etwas stärker. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Jungs und wir wollen auch gleich los. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera mitnehmen soll. Winkt mal alle. Mein Glas ist leer. Meins auch. Muss man jetzt machen? Mein Glas ist leer. Ich gehe jetzt erstmal auf die Toilette. Geh mal Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Gar nicht. Und du bist jetzt. Vielleicht bist du runtergeschickt. Alle, wir waren vorhin ganz spontan beim Tätowierer, ne? Und ich kann so ein paar Fetzen Spanisch. Palme heißt Palma. Verständlich. Und Costa Quanta sagt man auch in Deutschland, ne? Ja. Und dann habe ich gefragt, Uno Palma, Costa Quanta. Dann hat sie mich 2 Minuten auf Spanisch vollgetextet. Ich stand da so und dachte mir so, okay. Und dann sagt er so zu mir, hey, ich habe nichts verstanden, was sie gesagt hat. Und ich so, das war mir klar. Und der Charlie einfach so, ich nick da so. Als hätte es verstanden. Die fängt einfach so an, erzählt einen Roman. Er so, alles klar. Du bist in einem Musical. Transition. Boom. Da sind wir wieder. Magic Transition. Bang, bang, guck mal, baby, da gehen wir gleich hin. Oder da, oder da, oder da. M.
B. B. Gib mir ein H. H. Was heißt das? Geh mal Bier holen. Dass du hässlich bist, das muss ja nicht sein. Okay, Leute, ich weiß noch nicht, ob ich die Kamera mitnehme. Wenn nicht, dann beende ich diesen Vlog an dieser Stelle und hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und euch den letzten Vlog anschauen von gestern. Morgen geht's weiter. Wir sehen uns morgen wieder und danke fürs Zusehen. Bye.